Der Advent. Der Advent ist die schönste Zeit im Winter. Die meisten Leute haben im Winter auch Krippen, nur dazu mit Federn. Wir haben auch Krippen, aber das mit Beleuchtung. Und man schreibt es mit K. 3 Wochen bevor das Christkind kommt, stellt der Papa die Krippen im Wohnzimmer auf und meine kleine Schwester und ich, wir dürfen mithelfen. Krippen sind langweilig. Aber die unsere nicht. Weil wir haben mordstolle Figuren drin. Ich habe einmal an Josef und das Christkind auf den Ofen gestellt, dass sie schön warm haben, habe ich mir gedacht. Aber das war ja nicht zu heiß. Das Christkind ist schwarz geworden und an Josef hat ihn lauter Trümmer zerrissen. Ein Fuß von ihm ist bis in Keksdorf geflogen und das war echt kein schöner Anblick. Meine Mama hat ihn geschimpft und gesagt, dass nicht einmal die Heiligen von meiner Blödheit sicher sein können. Wenn Maria ohne Mann und ohne Kind herumsteht, schaut sie nicht gut aus. Aber ich habe Gott sei Dank viele Figuren in meiner Spülkiste und der Josef ist jetzt der Donald Duck. Als Christkindl wollte ich einen Asterix nehmen, weil der so klar ist, dass ein Futterdruck eingepasst. Aber die Mama hat gesagt, man kann doch als Christkindl keinen Asterix hernehmen. Da ist ja nur das verbrennende Christkindl besser. Es ist zwar schwarz, aber immerhin nur ein Christkindl. Hinterm Christkindl stehen 2 Ochsen, ein Esel, ein Nilpferd und ein Brontosaurier. Das Nilpferd und den Saurier habe ich hingestellt, weil der Obst und der Esel allein waren mir zu langweilig. Links neben dem Stall kommen gerade die heiligen 3 Könige daher. Ein König ist dem Papa im letzten Advent beim Putzen runtergefallen und er war total hin. Jetzt haben wir nicht mehr 2 heilige 3 Könige. Aber einen heiligen Batman als Ersatz. Normal haben die heiligen Könige ein Haufen Zeichen fürs Christkind. Nämlich Gold, Weihrauch und Püree oder so. Von den unseren hat einer anstatt ein Gold ein Kaugummipapier dabei, weil das glänzt auch so schön. Der andere hat einen Marlboro in der Hand, weil wir keinen Weihrauch haben. Aber die Marlboro raucht auch schön, wenn man es anzieht. Der heilige Batman hat eine Pistole dabei. Das ist zwar kein Geschenk für ein Christkindl, aber damit kannst du es vom Saurier beschützen. Hinter den 3 Heiligen sind ein paar rotheilige Indianer und ein kasiger Engel. Den Engel ist aber Fußabbrocher, darum haben wir ihn auf ein Motorrad gesetzt, dass er sich leicht wird. Dann kann er mit dem Motorrad fahren, wenn er nicht gerade fliegt. Rechts neben dem Stall haben wir das Rotkäppchen hingestellt. Sie hat eine Pizza und 3 Weißbier für die Oma dabei. Ein Wolf haben wir nicht, darum schaut hinter dem Baum ein schwarzes Schafal als Ersatzwolf-Vierer. Mehr steht in unseren Krippen nicht drin, aber es reicht auch. Noch steht ein Kirch ein und dann ist unser Krippen erst so richtig schön. Da sitzen alle da und singen Lieder vom Advent. Manche gefallen mir, aber die meisten sind mir zu fad. Mein Opa hat einmal ein Gedicht vom Advent gelernt, du, das geht so. Advent, Advent, der Enzian brennt, erst trinkst ein, dann 2, dann 3, dann 4, dann haust du mein Hirn hinter die Tür. Obwohl das Gedicht echt recht schön ist, hat Mama gesagt, ich darf es mir nicht merken. Im Advent, da wird er bastelt. Wir haben da so eine große Schüssel voller Nüssen und eine kleine Schüssel mit Goldstaub drin. Dann würzen wir die Nüssen drin, bis golden sind und das Christkindl hängt dann später am Christbaum auf. Man darf aber nicht schnaufen, weil der Goldstaub ist total leicht und er fliegt sonst herum, wenn man einschnauft. Einmal habe ich in den Goldstaub ein Nierspulver reingetan. Und wie der Papa die erste Nuss würzt, hat er ein Nierstrad da, das ihn zerrissen hat und das Gesicht war grüner und die Nuss nicht. Die Mama hat geschimpft, weil er keine Beherrschung hat. Und sie hat gesagt, er stellt sich dümmer an als ein Kind. Der Papa hat es gereicht und hat es wieder und dann hat er nicht mehr mitgetan.
gesagt, die ist mit dem Goldstaub, da stimmt was nicht. Und dann haben wir gesagt, das Hexen mit ihm was nicht stimmt. Und ich bin total gefreut, weil es war total lustig, auch wenn es kurz vor Weihnachten müssen wir dann einen Wunschzettel ans Christkind schreiben. Meine Schwester, die wünscht sich meistens Puppen oder sonst der Klump. Und ich schreibe vorsichtshalber mehr Sachen auf und zum Schluss schreibe im Christkindl, es soll einfach so viel kaufen, bis das Geld ausgeht. Meine Mama sagt, das ist eine Unverschämtheit und irgendwann bringt mir das Christkindl gar nichts mehr, weil ich nicht bescheiden bin. Aber bis jetzt habe ich immer was gedacht. Wenn ich groß bin und dann Geld verdiene, dann kaufe ich mir selber was und bin überhaupt nicht bescheiden. Und dann kann das Christkind von mir was ärgern, das ist mir dann wurscht. Bis man dann schaut, ist der Advent vorbei und Weihnachten auch und mit dem Jahr geht es dahin. Und Geschenke sind ausgepackt und man kriegt bis Ostern nichts mehr. Hexens, man hat Geburtstag. Aber eins ist gewiss, der Advent, der kommt alle weit wieder.